Als Kind war ich schon immer von Lebewesen fasziniert. Vom gigantischen Baum bis zum winzigen Bakterium, das wir nicht mal sehen können. Biogas ist ein natürlicher Prozess, bei dem Mikroorganismen organische Stoffe abbauen. In einem luftdichten Behälter entsteht Biogas, das verbrennbar ist und somit zum Kochen, Heizen und zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Methan ist ein sehr starkes Klimagas. In der Tierproduktion fallen große Mengen an Methan an. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist, die Exkremente in einer Biogasanlage zu vergären. In diesem geschlossenen System entweicht das Methan nicht und kann als Energie verwendet werden. Viele Millionen Menschen brauchen Feuerholz zur Zubereitung von Essen, insbesondere in Afrika. In diesen Regionen führt der Holzeinschlag zur Entwaldung. Es gibt kleine Haushaltsbiogasanlagen, in denen Essensreste, in manchen Anlagen auch Kodung, vergoren wird. Mit dem entstehenden Gas kann das Essen gekocht werden. In Zukunft wird es viel mehr erneuerbare Energien geben. Biogas hilft, CO2-Emissionen durch Substitution fossiler Energien zu senken. Es hilft, Methanemissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Und Biogas wird Energie zur Zubereitung von Mahlzeiten gerade für die ärmsten Menschen auf der Welt bieten.